Ja, ich muss schon sagen, dass ich die ganze Entwicklung um das Thema Klima, Fridays for Future, das hat mich auch schon viel beschäftigt. Ich habe mich mit einigen Initiatoren auch getroffen und man muss das, was die jungen Menschen wollen, schon sehr ernst nehmen. Aber trotzdem sollte uns das nicht den Mut nehmen, darauf mit Innovation zu reagieren und nicht mit Verboten. Ich glaube, dass wir insgesamt wieder viel näher als politische Entscheidungsträger an die Menschen heranrücken müssen. Wir müssen weg von diesen früheren Parteiformaten, ran an die Menschen, ran an die Haustüren. Ich glaube, das wird das Jahr 2020 entscheiden. Und es ist ja auch noch nicht ganz ausgeschlossen, dass wir vielleicht eine Bundestagswahl haben.